Weiß man denn mittlerweile, wie das genau gestern Abend abgelaufen ist? Bei Konzertveranstaltungen gibt es ja normalerweise vorher Kontrollen, Taschenkontrollen. Die müssen ja aber bewaffnet da irgendwie reingekommen sein. Ja, es ist wohl so gewesen, dass da mindestens vier Männer angegriffen haben, attackiert haben, vier Terroristen. Auf den Videos, die ich sehen konnte, konnte ich vier Männer erkennen, die da mit Kalaschnikows in diesen Konzertsaal Krokus City Hall eingedrungen sind. Und das scheint wohl so gelaufen zu sein, dass da die Security auch überhaupt keine Chance hatte. Also die haben sich diesem Saal genähert und direkt am Eingang das Feuer eröffnet. Und da stehen ja bei einem Konzert jetzt keine bewaffneten Sondereinheiten am Eingang, sondern ganz herkömmliche, normale, private Security, also de facto unbewaffnet. Und da haben die Terroristen sofort mit ihren Kalaschnikows das Feuer eröffnet, die Security getötet, dann auch die Menschen, die da rein wollten, getötet, sind dann ins Foyer, haben wieder das Feuer eröffnet, sind dann rein in diesen Konzertsaal, ebenfalls wieder sofort geschossen, willkürlich in die Menge gehalten, um so viele Menschen wie nur irgendwie möglich zu töten. Dann heißt es auch von Augenzeugen, dass da wohl Molotow-Cocktails auch geflogen sind in den Konzertsaal, um ein Feuer zu entfachen. Und dann haben die Menschen auch versucht, sich über die Bühne zu retten. Doch da stand dann auch schon wohl ein Terrorist, wie eine Augenzeugin geschildert hat, und hat auf die Menschen geschossen, die sich über die Bühne retten wollten. Und dann gab es da ein großes Feuer und einige Menschen haben sich auch in den Toiletten in Sicherheit gebracht. Und die nächste Tragödie ist eben, dass da in einer Toilette bis zu 10 Menschen erstickt sein sollen. Das heißt also, nicht nur jetzt direkt durch Feuereinwirkung Tote, sondern eben auch dadurch, dass die Menschen sich verbarrikadiert haben und dann eben an Rauchvergiftungen gestorben sind. Und insgesamt sollen bei diesem Terroranschlag in Moskau mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Das sind die jüngsten Zahlen, die wir haben. 115 Menschen sind wohl im Krankenhaus und 60 davon sollen schwer verletzt sein und darunter auch wohl 5 Kinder. Aber all diese ganzen Zahlen, die ich jetzt auch genannt habe, auch das ist mit absoluter Vorsicht zu betrachten, weil die Lage ist nach wie vor instabil und es gibt eben auch sehr viele Fake News und von daher immer größte Vorsicht und wir versuchen eben uns vor allem auf offizielle Angaben zu stützen und von denen gibt es jetzt nicht so irre viele. Christoph, vielen Dank für diese ersten Informationen aus Moskau.